Ja, Leute, das ist Part 4. Let's go. Ja, also ich habe jetzt alle Balken runtergetragen, weil es morgen regnen soll und weil ich sie hier oben eh nur zum Streichen hatte. Und ja, ich fange jetzt mal an, Löcher zu graben und das eine Loch zuzumachen. Also ich meine, das da Loch zumachen, dann die restlichen in den Pfeilerlöcher rein. Der Posten da muss weg. Und ja, let's go. Wir haben schon irgendwas hier reingeschippt. Das ist ungefähr so, ja, Hälfte. So weit noch nicht, aber so, ja, fehlt noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch meine anderen Beine, also meine Hosenbeine abgemacht. Ich habe ja so eine Autohose, wo man die Beine abmachen kann, weil es jetzt doch relativ warm ist. Übrigens werde ich unsere alte Poolheizung als Feuerstelle benutzen. Ja, oder so als kleinen Ofen. Ich habe jetzt gleich für das Feuer ein bisschen Birkenrinde aufgeschabt zum Feuer machen und ich habe Multitool im Feuerstahl für nachher. Ne? Damit ich ein Feuer machen kann. Und ja, weiter geht's. So, jetzt mal ein schönes Feuerholz. Sehr gut. Es brennt. Aber das ist ein bisschen zu luftig. Und lass mal raus. Lass mal anfangen zu brennen. Ja. Brennt schon ganz gut. Also ich glaube, auf der ersten paar Touren nehme ich ein Feuerzeug mit. Feuer brennt ein bisschen. Herrlich. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass ich so gut und schnell alleine ohne Hilfe Feuer hinbekommen habe. Ich genieße jetzt noch das Feuer. Esse ein bisschen was mit meinem neuen Bushcraft Klapplöffel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oben da. Abonniert den Kanal.
freut euch auf morgen und kommentiert mal, wie ihr dieses Projekt findet. Ja, bis dann. Ciao.